weiß, dass du verlierst. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Als erster Murphy-Test. Von Straßen war nie die Rede. Ja, und damit endlich hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Payback. Ich quatsch mal kurz, wie läuft drüber, weil die sind sehr gesprächsbedürftig. Der letzte Mensch rappt Autos. Da hört der Spaß auf. Da denke ich auch. Und damit willkommen endlich. Wir können endlich loslegen hier am PC. Ich habe unglaublich Bock drauf. Ich habe euch ja schon die ganze Zeit angeteasert, mich angeteasert. Und jetzt ist endlich der Zeitpunkt. Wir dürfen selber daheim spielen und als Let's Player so schön live kommentiert. Und das ist ja wohl mal mehr als geil. Ich habe richtig hart Bock drauf. Auch wenn ich jetzt schon mal so insgesamt so 4-5 Stunden mal locker gespielt habe insgesamt schon. Ich bin unglaublich gehypt. Ich habe unglaublich Bock auf dieses Game, muss ich sagen. Richtig, richtig hart Bock. Und ab geht es. Uns werden gerade mal ein bisschen die Hauptcharaktere hier vorgestellt, nämlich unser zweiter Sean McAllister, unser Offroad- und Drift-Profi, der auch gerade mal hier bewiesen hat, was er drauf hat. Mal schön einen schönen Sprung hingezogen. Und er hat ja auch gesagt, ne, Offroad hat er keiner gesagt, dass wir Straßen fahren müssen. Dementsprechend werden wir das auch schön nutzen hier, ne, weil da kommst du vielleicht schneller ans Ziel, wenn man ein bisschen hier neben die Straße fährt. Weil das neue Need for Speed, dass wir jetzt hier auch hier Offroad ballern dürfen. Und das macht mitunter ziemlich viel Laune. Bam, Junge, so. Wie du magst, die Schonfrist ist um. Jessica Miller. Die kümmert sich so ein bisschen um den schmutzigen Teil der ganzen Angelegenheit. So unser Polizisten-Profi. Du wärst sogar in Führung, wenn du nicht so ein Poser wärst. Da hast du nicht unrecht. Das war ja kein Poser. Die Rampen waren halt Offroad auf der Strecke. Da kann er ja eigentlich nichts für, oder? Muss ich sagen. Ich schütte den Kopf vor Empörung. So, dann gucken wir mal. Da oben vorne ist das Flugfeld doch schon. Du gewinnst, Tal? Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber erst im Ziel. Muss man dafür nicht führen? Nee, das ist das neue System. Muss man nicht. Oh, ah, er hat gewonnen. Man muss ihn ja lassen, ne? Hat er ja noch gedreht, die Sache. Wow. Yeah. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Lina Navarro. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rev. Rev Chudry. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Ich fand Max' Einstellung gerade aber irgendwie besser. Können wir nicht auch Party und trainieren? Also, man kann auch auf einer Ich bin so ein bisschen, also ich muss sagen, ich bin bisher so ein bisschen auf Max-Seite, ne? Einfach ein bisschen ausrasten, Party, finde ich gut. Wie dieses Ding abgeht. Das musst du im Griff haben, wenn du den Job durchziehen willst. Unsere Leute haben doppelt so viel PS. Brad hat recht. Stelle sicher, dass du für den Coup bereit bist. Dein Job war ein Time-Sense bringen gebaut. Überlass den schwierigen Teil uns. Oh, schicke Kiste, die er da aufgebaut. Hey, muss man ihm ja lassen, ne? Ist ja nicht verkehrt. Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal der Team. Ich reiß mir hier seit 3 Jahren den Arsch auf. Weißt du, was ich damit mache? Ich hole den 65er Mustang von Stats in die Stadt und restauriere ihn zum besten Driftwagen in Fortune Valley. Yeah. Okay, Mac hat wieder große Ziele. Ich muss sagen, wie gesagt, Mac ist eine sehr sympathische in seinen Einstellungen. Mit dem Rest eröffne ich dann vielleicht deinen Laden? Das ist doch meine Antwort. Das war viel zu bodenständig. Ich besorge mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahre das ultimative. Okay, das ist doch ein gutes Argument. Das nehmen wir auch. Ich nehme so die Mischung zwischen Mac und Ty, das wäre ganz geil. Was? Silver Rock ist doch super. Du kommst nicht aus dem Welt. Tyler und ich schon. Ach komm, aus uns ist doch was geworden. Klar, vor allem aus dir. Mach schon, Tyler. Da muss mehr kommen. Entspann dich, Lina. Du weißt, ich krieg das hin, sonst wärst du nicht mit an Bord. Du wirst ein Hypercar voller illegaler Prototypen testen.
Also sag mir nicht, ich soll mich entspannen. Doch, eigentlich schon. Doch, klar. Das klingt nach einem easy Job. Also, kein Ding. Zudem ihre Corvette anscheinend gut bums, weil... Also, wir klauen ja anscheinend einen Königseck. Und naja, der hat ein bisschen Bums. Der Mustang hat die Hälfte der Leistung und die Corvette zieht uns ab. Dementsprechend, warum sollen wir überhaupt den Königseck klauen? So. Nina, weg da, dankeschön. Einmal kurz Platz machen hier. Das fällt sich schon geil. Hallo, der Mustang. Also, ist auch schick mal so aufgebaut. Ich muss sagen, ich finde die Optik sogar echt cool. Der ist zwar da runtergekommen, aber ich finde den so ein bisschen geil, muss ich sagen. Steht dem. Hier, nur Vorwürfe bekommen. Ich hab den Wagen unter Kontrolle. Ich weiß, was ich hier tue. Manchmal. Aber in den Fällen ist es halt unglaublich gut. Von daher, bitte hier nicht solche Vorwürfe. Keine Sorgen, Leute. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Wenn wir das hinkriegen, sind wir Legenden. Ja, dann wollen wir doch mal. Dann wollen wir das Ding noch mal drehen, ne? Wäre natürlich krass, ne? Wird natürlich eine Menge Cash bringen, das Ganze. Hier Need for Speed Payback. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Na, wollen wir nochmal gucken, dass der Job über die Bühne geht, ne? Das wäre natürlich für alle, das wäre natürlich eine Menge Geld, muss man mal sagen. Billionaire's Row, Silverwalk, 19 Uhr. Jess? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Rap? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Marcus Weir. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge, aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Gut gemacht. Du hast dich informiert. Hör zu. Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermassel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Wenn der wüsste, was jetzt auf ihn zukommt, dann wollen wir die Party mal steigen lassen und den Kuh über die Bühne bringen. Ist ja nicht gerade wenig lassen, die wir haben, aber ist auch eine Menge Geld, die wir da jetzt gerade unterm Arsch haben, ne? Das Ding verkauft? Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. Dann wollen wir doch mal. Wollen wir das mal so aussehen lassen, als würde das alles so laufen, wie der es geplant hat, der Gambler. Weil wir fahren anscheinend für ihn. Oh, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Habe ich schon mal gewähnt, dass mich die Beziehung der beiden so ein bisschen an Fast and Furious erinnert? So, dann wollen wir doch mal. Letztes, wo ich mir Sorgen mache beim Regera, dass wir kein Tempo drauf bekommen sollten. Also, Mac, der zieht so schnell ran. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Wir spielen nebenbei auf hart. Also, wenn es eine Schwierigkeit im Verlauf des Displays merkbar machen sollte, dann wisst ihr Bescheid. Oh, sorry, weg da. Hier ist unsere Rampe. Du kannst ihn nicht kriegen. So. Ich bin fast da. Komm schon. Wo ist er denn? Abschussrampe. So, dann gucken wir noch mal. Gut gemacht, Chef, dann wollen wir noch mal. Dann bringen wir das Ding noch mal nach Hause, das Baby. Zentrale, verfolgen den gestohlenen Regera Code 3. Oh, guten Tag, die Herren. Das sieht nicht so aus, wie Sie denken. Das ist. Das wurde ja schnell gemeldet. Naja, gut, dann wollen wir doch mal kurz zeigen, was wir drauf haben. Jungs, Hallöchen. Guten Tag, Markus. Lass, was du auch vorhast, lass
Wagen sofort zurück. Ist er sauer? Oh, stinksauer. Oh, fuck. Markus, den kriegst du gleich wieder. Das sieht nur so aus, ne? Das kommt falsch rüber. Mach dir keine Sorgen, nee, da ist eine Idee hinter. Halt durch! Ja, wir haben gerade ein bisschen Stress. Dankeschön, das ging flott. Ich bin hier, Großer. Gut, der braucht sich um sein Leben keine Gedanken mehr machen. So, Jungs, spielen wir Party. Ab geht's. Tango tanzen, Junge. Zeigen wir, was der neue M5 so drauf hat. Kommt schon. Oh, das tut mir jetzt aber leid. So, der Nächste, der spielen möchte, komm und Tango und tanzen, kusch dich. Oh, Entschuldigung. So, du darfst auch direkt mal, kannst schon mal Stoßstange machen. So, und ab hier. Was das schon? Mehr kommt da nicht. Na komm ran, trau dich. Und tschüss. Und tschüss. So. Nummer 2, noch jemand. Ich bin gerade richtig schön in Laune. In Laune habe ich gesagt, weg da. Okay, das war ganz ungünstig. Das wird. Oh Gott. Moin Jungs, ich habe mich hier ein bisschen verfahren. Hi. Einer eurer Kollegen stand ein bisschen sehr ungünstig im Weg. Ich hoffe, das reicht von der Zeit. Wie gesagt, wir spielen auf hart. Dementsprechend sind ein paar Missionen, die werden gut knackig werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So. Die Jungs haben aber abgehängt. Ging ja doch schneller als erwartet. Die Straßensperren doch sehr optimal für uns gebaut. Guten Tag, Dankeschön fürs Durchlassen. So, dann lass den Regera mal wieder fliegen. Weiter geht's. Dann bringen wir die Schönheit mal zu Rev. So, und ab mit dem Ding nach Hause. Bring's zu Ende, Kumpel. Fahr schon, Tyler, ich kümmere mich um die Kopf. Wird gemacht, Leute. Deine Crew war die richtige Wahl. Tyler Morgan, 23 Jahre alt, Mutter Sylvia Morgan, Vater leider unbekannt, keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Ja, einen der wichtigsten Leute der Stadt einmal übers Ohr hauen. Check, haben wir gemacht. Guter Start für, guter Start für eine Karriere. Was muss zur sein. Hölle? Oh. Was ist los? Bin fast da. Ja, schneller wäre scheiße. Rev. Ich habe alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Was eine Ich meine, was eine nette Dame mit Charakterzügen, die bedenklich sind. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber los! Ja, die werden nämlich jetzt kommen. Scheiße. Ab geht's. Komm. Diese nette Dame mit Charakterzügen, die echt bedenklich sind. So, nochmal. Hey, was machst du da? Das ist ein Scherz, oder? Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Rev in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Revs GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Ja, da sind doch schon unsere Freunde. Ja, dann geht die Party doch schon mal los, ne? Lass die Party steigen. Komm her, Kollege. Tschüss. Okay, ihr Bastarde. Komm schon. Puh. Ja, ist mir bewusst, ich sehe das. Dankeschön. Das Blaulicht kann man im Dunkeln kaum übersehen. Okay, links über den Parkplatz. Ab geht's. Dankeschön. Wow. Alter, was eine? Dann bringst du eine Freundin aus der Kindheit rein und dann passiert sowas. Das gibt Stress. Das gibt doch Stress hier. Erst recht, weil wir jetzt Stress haben, dass die Karre weg ist und wir dann nicht mal mit Schuld sind, Alter. Also, die Karre ist jetzt weg und wir kriegen trotzdem von dem Markus auf die Fresse, weil wir haben sein Auto geklaut. Aber letztendlich haben wir es ja gar nicht mehr geklaut, weil ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist jetzt ein bisschen verzwickte Lage gerade, ein bisschen schwer zu erklären. Ihm gegenüber höre ich nicht auch. Er schafft es. Oh, fuck. Okay, ihm geht es zumindest gut, sehr gut. Also zumindest so weit gut, wie es ihm gut gehen kann. Bin fast da. Puh, tschüss, Jungs. So, haben wir das schon mal. Wow. Ja, da kennt ihr erst den Kanal gesprungen. Die Aussage höre ich gerne. Wow, kurz zurück, na, Hallöchen. Wow, wo kommt, wer ist das denn? Jess, ich hab Zivilfahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Genau mein Satz, danke, dass du mich wiederholt hast, aber wo kommen die denn her? Die sehen nicht so zivil aus, um ehrlich zu sein. Sie kesseln mich ein. Alter, Hallöchen. Du musst da weg sein. Ich geb mein Bestes.
Oh. Ja. Hi, lang nicht gesehen, du. Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl... Willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Ja, gut, die Wahl ist zwischen für ihn arbeiten oder im Knast landen. Also steig ein. Ist jetzt, sagen wir mal, interpretationsbedürftig, was das eine Wahl ist. Aber na gut. Na super. Stell 6 Monate später. Ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ich sag dir, was ich denke. Ich sehe Potenzial. Die Grenzen des Machbaren. Den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgen! Der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Ja, gut. Ja, ich bin gleich da. Schöner Traum. Leider nichts draus geworden. Ja gut, dann bringen wir dem... Wow, das ist aus uns geworden. Ich bin sein Ass. Das Ass darf Autos von A nach B bringen. Heute mit irgendeinem hohen Tier vom Haus. Krass. Es übernimmt die Stadt auf Block. Sorgt dafür, dass sein Auto nach dem Meeting bereitsteht. Machst du Witze? Ich habe vor, ein paar Speedtrap-Zeichen zu posten. Wie oft kriege ich schon die Chance, mit WSDB11 eine Runde zu drehen? Das hat der Boss jetzt davon, dass er Racer einstellt. Das ist Vergangenheit. Der Deal lautet, keine Rennen mehr oder mein Arsch landet im Knast. Ah, echt schade. Das Haus zahlt heutzutage gutes Geld, um Rennen zu kaufen. Man muss sich nicht mal mehr reinhängen. Und wo liegt der Sinn, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Im Geld, Bro! Die zahlen wirklich gut. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also hat er recht, ne? Also das, was ich halt nicht verstehe, der Typ stellt uns an, sagt so, du kommst nicht in den Knast, wenn du für mich arbeitest. Und am Ende, er weiß, dass wir gut fahren können, also bis auf dessen, dass wir voll in sein Ziel reingefahren sind, aber weiß, dass wir eigentlich relativ gut fahren können und lässt uns nur auf sein Auto von A nach B kutschieren. Wow, hat sich ja gelohnt für den zu arbeiten. Wäre der Knast, glaube ich, irgendwie die bessere Alternative gewesen. Die hätte zumindest, glaube ich, mehr Spaß gemacht. Naja, was soll's. Speedrun-Aktivität. Fahren durch die Checkpoints und ziehe dabei die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Fortune Valley hat jede Menge unterschiedliche Aktivitäten für dich bereit. Mal sehen, wie schnell dieses Baby ist. So. Hat ja keiner gesagt, dass ich wie schnell ich von A nach B kommen darf, ne? Also dementsprechend laden wir den ersten Mal an DB11 doch mal durch. Vom Boss. Bisschen aufpassen, dass wir keine Kratzer reinfahren, sonst gibt's, glaube ich, Stress vom Boss. Sehr schön. Was für ein Gefühl. Ach, komm, wir müssen wieder Streetracer werden. Das funktioniert nicht. Kein Interesse. Ich fahre, um zu gewinnen. Aha. Das scheint in letzter Zeit aber nicht oft vorzukommen. Weißt du was? Hey. Nicht so eigentlich Aussagen hier. Ich könnte mehr gewinnen, wenn ich wollte. Ja, ich will nur nicht. Hm, ja. Hier, Vorschläge machen. Nein, Kamera wechsle ich nicht. Finde ich schon gut. Die passt schon. Ist irgend so ein kleiner Angestellter, von dem meint hier aufmüpfig zu sein, um mich hier rumzuschubsen. Hey, was soll das denn? Um mich anzustacheln, ey. Ich schätze, du willst diesen Job wirklich nicht. Ich schub's den gleich. Ich komm da gleich hin, Junge. Hör auf, mich hier zu provozieren. Ich kann nicht noch mehr Stress gebrauchen. Wir wären fast Knast gelandet vor 6 Monaten, aber es ist eine Zeit vergangen. Egal. Speedtrap-Aktivität. Fahre mit Höchstgeschwindigkeit durch eine Speedtrap, um deinen Rekord aufzustellen, Sterne zu halten. Sammle weiter Sterne, um gewaltige Bonis, wollte ich gerade sagen. Belohnung, aber Bonis sind dasselbe. Freizuschalten. Bäm. Stern 1 haben wir schon mal. Ein bisschen Cash gibt es auch nochmal. 1 von 45 haben wir damit eingesammelt. Keine Sorge, Weir. Den hier schädigt nicht. Behandelst du so deine Freunde, Tyler? Tja, kein Wunder, dass deine Crew weg ist. Du verdrehst das alles. Ich wette, sie können es kaum erwarten, von dir zu hören. Dein perfekter Coup ist schiefgelaufen und deine Crew wurde zur meistgesuchten kleinen Gang in Fortune Valley. Miller musste Kleinkriminelle rumkutschieren, um durchzukommen und es heißt, McAllister würde sogar für das Haus fahren. Und euer Mechaniker? Armer alter Ralph. Denkst du, sie werden je wieder mit dir reden?
Habe ich eigentlich den Kontakt abgebrochen? Die andere Frage. Also nur weil ich für den Abo, wurde mir der Kontakt deswegen verboten. Das könnte gut sein. Ich bin im Moment dein einziger Freund. Du wirst deine Rache an der Barrow kriegen und ich werde mein Auto zurückbekommen. Aber du musst Geduld haben, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Abwarten und Geduld. Bullshit. Komm her, bevor ich dich feuer. Da hast du deine Karre doch schon. Hier, viel Spaß damit. Arsch. Ach, guck mal. Ja, na toll. Natürlich. Die Uhr tickt, Weir. Verkauf das Casino oder wir nehmen es uns. Ach, wie nett. Das klang nach einem echt angenehmen Geschäftsgespräch. Schön. Ich hatte nicht vor, dich zu überfahren, aber cool. Hat die Fahrt Spaß gemacht? War super. Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Wie kann man denn den Typen der kann fahren, wie kann man den 6 Monate hinhalten? Mein Gott, ey, die Leute regen mich jetzt schon auf hier. Das geht so nicht. Es gibt Grenzen, holla. Wir sehen uns morgen, Hardshot. Autos vom Boss. Okay, Ty. Ab nach Hause. Und das ist unser Auto. Ja gut, ich finde ihn jetzt nicht schlecht. 24Z ist geil. Problem ist halt, wenn der Boss eine Garage hat von nur Supercars, dann fühlt sich mit dem 24Z halt auch irgendwie ein bisschen, ja, langweilig. Ah, ich muss nur schnell nach Hause, dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus. Du siehst aus wie so ein Pinguin, was soll das denn, ey? Lächerlich. Ah, wäre jetzt schon wieder. Schlechte Neuigkeiten, Bro. Der Boss grüßt dir den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Ich hab den nicht verbeult. Hey, ich mach die Regeln nicht. Ja, geil. Weniger Geld. Super, dann wird der Wagen ja noch in einem besseren Zustand als jetzt schon. Alter, wir haben halt anscheinend echt gar kein Geld mehr gehabt und wir hatten uns unser komplettes Gehalt Geld gekillt, weil, naja. Ich bin eure Hüterin und ihr hört die Stimme der Straße. Live aus der Wildnis von Fortune Valley. Die Straßen rufen nach euch. Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler, aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid Racer. Wer von euch kann diese Stadt zähmen? Wer von euch ist dem Rausch gewachsen? Hast du das Zeug dazu? Im Rausch der Geschwindigkeit. Der Outlaws Rush kommt nach Fortune Valley. Nur die Besten der Besten können ihn fahren. Nur der Beste wird ihn gewinnen. Bist du es? Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. Alter, wie die ihn alle anstiegen. Los, fahr wieder rennen. Los, fahr rennen. Hör auf damit. Lass dich nicht unterkriegen. Fahr rennen. Mach dir Stress mit dem Boss. Ty hier. Wegen dieser Straßenrennen. Gib mir die Nummer. Okay, er hat sich von Ramon nicht überreden lassen, aber die Radiosprecherin, die hat ihm gesagt, fahr rennen. Okay, mach ich. Wir fahren rennen, sofort. Also, ich habe gehört, ein Möchtegern-Racer will für das Haus fahren? Richtig. Sag mir einfach, wann und wo. Wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Dann kriegst du deine Chance. Wir haben Kontakt zum Haus? Ja, nicht schlecht. Da werden wir in der kommenden Folge dann schauen, dass wir in der kommenden Folge die ersten Rennen hier angehen in Need for Speed Payback. Dann schauen wir doch mal, dass wir uns wieder beweisen und mal wieder in unsere Street-Racer-Reihe reingucken. Was soll das denn hier, ey? Nur als Rumschubser. Obwohl ich sehr gespannt bin, was der Markus davon halten wird, weil ich frag's mal so aus. Ich glaube, der wird nicht erfreut sein, wenn wir ihm sagen, ja, wir sind der Street-Racer. Ja, ist echt cool und so. Ja, das mit dem Job. Ja, du, das ist doof gelaufen, na? Aber gut, da schon mal in der nächsten Folge rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Need for Speed Payback wieder. Bis dann. Tschö.